Auch dazu ist das, was wir vor ein paar Wochen vorgestellt haben, nämlich unseren Vorschlag der Joboffensive Neustart. Vielleicht erinnern Sie sich, worum geht es in dem NEOS-Modell? Es geht darum, dass der Staat, dass das über das AMS bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen die Lohnkosten und Lohnnebenkosten übernimmt, und zwar bis zu 2/3, und zwar über ein ganzes Jahr hinaus, für bestimmte Gruppen, nämlich Langzeitarbeitslose, ältere Langzeitarbeitslose, aber nach unserem Modell auch jüngere Altersgruppen, und auch ein Fokus ganz besonders gelegt werden soll auf Junge, die zum ersten Mal einsteigen in den Job, weil das natürlich ein Schlüssel ist für eine erfolgreiche weitere Zukunft, wo man sich durch sein eigenes Arbeitseinkommen auch was aufbauen kann und ein Leben meistern kann, wenn der Einstieg denn auch gelingt. Also in dem Sinn hier noch einmal ein Appell und unser konkreter Vorschlag, über diese Joboffensive Neustart zu sprechen, weil die ein gutes, übrigens auch von einem Institut durchgerechnetes Modell ist, das sehr gute Jobeffekte auch hat, nämlich an die 50.000 neue Jobs, die so entstehen würden. Der Tourismus zählt natürlich, das haben wir schmerzhaft, muss man sagen, gesehen in den vergangenen Monaten, zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Österreich. Und das WIFO erwartet für heuer einen Einbruch von 40% weniger Tourismus über das ganze Jahr gerechnet. Unsere große Sorge ist, dass auch im Sommer nicht das aufgeholt werden kann, was über den Winter versäumt worden ist. Und jetzt kommt noch etwas dazu, dass vor diesem Sommer stehend noch sehr viel Unklarheit herrscht, wie denn jetzt der Weg weitergehen wird über die nächsten Monate. Wenn Sie aber einen Betrieb haben und wenn Sie planen müssen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn Sie auch planen müssen, wohin Sie investieren und wie Sie Reservierungen annehmen können, dann ist es ganz wesentlich, dass Sie hier Klarheit haben, wie es über den Sommer weitergeht. Und da ist es eigentlich, ich meine, wir sind jetzt Mitte Juni, 5:55. Wir bringen daher morgen ein Maßnahmenpaket mit 5 konkreten neuen Denkansätzen, Denkanregungen, Vorschlägen ein, ganz bewusst in die parlamentarische Verhandlung, weil wir diese Themen, wie man die Wirtschaft wieder in Sprung bringen kann, wie man Arbeitsplätze sichern und schaffen kann, definitiv auch parlamentarisch intensiv diskutieren wollen, natürlich insbesondere mit den Regierungsparteien. Was sind die 5 Punkte? Das ist zum einen, ich habe es angesprochen, das Thema Planungssicherheit. Also die Frage, was gilt jetzt über den Sommer? Das muss jetzt rasch klar auf dem Tisch liegen, wobei gleichzeitig auch der Sommer genutzt werden muss, um auch die Betriebe für den Herbst vorzubereiten und zu sagen, was passiert dann, wenn vielleicht es wieder zu einem Anstieg kommt. Zweiter Punkt in unserem Maßnahmenpaket betrifft das Thema Fachkräftemangel. Ich habe schon gesagt, dass sehr viele Betriebe händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Da gibt es einerseits die Joboffensive von unserer Seite als Angebot. Zweite Säule natürlich ganz dringend die Notwendigkeit, über eine generelle Senkung der Lohnnebenkosten nachzudenken. Ja, es werden aber sicherlich auch die Löhne steigen, weil das wird die Reaktion sein müssen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wenn sie keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch der Staat das anstoßen kann, wenn man die Lohnnebenkosten senkt. Und vielleicht auch gerade in der aktuellen Debatte für uns NEOS der viel wesentlichere Punkt, statt über Staatsbürgerschaften zu reden, darüber zu reden, dass wir endlich ein klares und geregeltes, geordnetes Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir klar den Fokus auf qualifizierte Zuwanderung legen, die wir auch weiterhin noch brauchen werden, damit unsere Wirtschaft auch gut in den nächsten Jahren wirtschaften kann. Der dritte Punkt sind gezielte Wirtschaftshilfen. Sie wissen, unsere doch jetzt monatelange Kritik an den unterschiedlichsten, sehr zersprakelten Wirtschaftshilfen, die teilweise sehr bürokratisch sind, teilweise aber auch übers Ziel hinausschießen. Der Krisenmodus muss jetzt beendet werden. Jetzt
muss Schluss sein mit koste es, was es wolle. Das können wir uns nicht länger leisten. Wirtschaftshilfen, so sie noch notwendig sind, müssen zielgenau und treffsicher sein. Daher noch einmal unser Vorschlag, diese ganzen Wirtschaftshilfen, die bestehen, zusammenzufassen zu einer nach dem Modell, das auch Gabriel Felbermayr entwickelt hat in Deutschland mit seinem Kieler Institut, nämlich das Modell der Verlustkompensation. So kann man rasch, zielsicher, unbürokratisch helfen, ohne aber das Kind mit dem Bade auszuschütten und sozusagen die Ausgaben, die Steuergeldausgaben noch weiter mit dem Motto koste es, was es wolle, in die Höhe zu treiben. Das Motto dann wäre endlich tun, was nötig ist. Vierter Punkt. Ein Vorschlag, der auch aus Wien gerade kommt, einen Veranstaltungsfonds vorlegen. Veranstaltungen sind nach wie vor sehr schwierig, sie sind sehr unsicher. Es ist aber auch das ein durchaus wichtiger Wirtschaftsbereich. Und wir wollen auch hier nicht, dass an sich gesunde Veranstaltungsunternehmerinnen und Unternehmer hier auf einmal mit dem Rücken zur Wand stehen, weil das einfach wichtig ist, auch für die Zukunft. Und die Frage ist hier, ob man nicht nach dem Vorbild, das Wien eingerichtet hat, einen Veranstaltungsfonds auflegen kann, der bei Veranstaltungen bestimmte Kosten, die natürlich krisen induziert sind, übernehmen kann. In Wien gibt es da diesen Vienna Meeting Fund und das finden wir eine sehr gute Idee, um dieser doch sehr angeschlagenen Branche jetzt auch zielgenau zu helfen. Und fünfter Punkt, einer der wichtigsten neue Finanzierungsformen, insbesondere um die Eigenkapitaldecke zu heben. Das ist ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Wir reden seit Monaten über das Eigenkapital und die Notwendigkeit, hier Anreize zu schaffen, stärker Eigenkapital aufzubauen. Es gibt auch die Notwendigkeit, in Österreich privates Kapital zu mobilisieren. Es gibt genügend privates Kapital. Das muss mobilisiert werden, gerade jetzt in diese Aufschwungsphase, in diese Neustartphase. Und da gibt es Vorschläge von der steuerlichen Gleichbehandlung von Fremd- und Eigenkapital, wie es ja jetzt endlich auch vorgeschlagen wurde von Finanzminister Blümel, aber noch nicht umgesetzt. Das muss kommen, aber auch andere Anreize gesetzt werden, wie man beispielsweise Mezzaninkapital Anreize setzt, Mitarbeiterbeteiligungen stärker Anreize setzt und einen KMU-Fonds auflegt, wo sich auch der Einzelne, die einzelne Österreicherin, der einzelne Österreicher an Betrieben beteiligen kann und so den Aufschwung und den Neustart mitfinanzieren können. Tourismus ist jedenfalls der Schwerpunkt. Unter Niki Scherak wird jetzt noch auf, glaube ich, zwei weitere Bereiche von Wirtschaftsthemen eingehen, aber auch das Thema, glaube ich, Parteienfinanzierung, was uns diese Woche beschäftigen wird in der parlamentarischen Debatte. So, bitte sehr. Ja, danke Beate, schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Die Beate Meinl-Reising hat schon angesprochen über Themen, die man in die parlamentarische Debatte mal einbringen kann, wo man länger auch darüber diskutieren kann, über unterschiedliche Lösungsvorschläge. Es gibt aber auch Dinge, die man sehr rasch machen kann und wo in Wirklichkeit nach dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier die Debatten schon seit Jahrzehnten geführt wurden und man sie jetzt einfach machen kann beziehungsweise hier rasche Möglichkeiten hat, Unternehmerinnen und Unternehmern auch zu helfen. Es ist sicher nicht mehr der Zeitpunkt, dass wir nach dem Motto koste es, was es wolle, Wirtschaftshilfen in alle Richtungen ausschütten, weil man auch logische andere Schritte machen kann. Und wir erleben ja jetzt durch die Öffnungsschritte seit 4 Wochen, durch die Möglichkeiten nach den 3G-Regeln zu handeln, wie es möglich ist, einerseits den Menschen wieder mehr Freiheit zu geben und andererseits den Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Land wieder mehr Freiheit zu geben. Deswegen gibt es 2 ganz konkrete Sachen, die wir auch morgen im Parlament beantragen werden und eine Abstimmung darüber so rasch wie möglich, sprich auch schon morgen im Parlament verlangen werden. Das ist einerseits die Flexibilisierung der Öffnungszeiten, der Ladenöffnungszeiten. Das haben wir schon vor Monaten einmal vorgeschlagen und werden das jetzt wieder tun. Und andererseits das Ende der Sperrstunde ab sofort und nicht erst in ein paar Wochen ab Anfang Juli. Lassen Sie mich zuerst zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten kommen. Wie gesagt, das ist eine Debatte, die seit gefühlt Jahrzehnten geführt wird. Es geht noch nichts weiter in dem Zusammenhang. Und wir sind überzeugt, dass man genau, wenn man aus der Krise versucht hinauszukommen, und das ist etwas, wovor wir jetzt gerade stehen, natürlich wir auch neue Maßnahmen setzen müssen, neue Ideen hineinbringen müssen und dementsprechend den Unternehmerinnen und Unternehmerinnen die Möglichkeit geben,
so rasch wie möglich und so nachhaltig wie möglich aus der Krise hinauszukommen. Und wir sind auch überzeugt davon, dass die Menschen in Österreich draufkommen werden, dass flexiblere Ladenöffnungszeiten etwas Positives sind. Wir sind immer noch eins der strengsten Länder in Europa. Und das ist aus meiner Sicht so nicht mehr nachvollziehbar, wenn man mit vielen kleinen Betrieben spricht, was wir über die letzten Wochen und Monate auch gemacht haben, dann wissen die, dass sie einerseits von flexibleren Öffnungszeiten profitieren würden. Sie wollen diese Möglichkeit auch haben, auch beispielsweise am Sonntag aufzusperren oder später am Abend, nur es wird ihnen nicht erlaubt. Stellen Sie sich die einfache Sache vor, es ist vollkommen absurd, ich kann am Sonntag in der Früh bei einem Online-Händler ein Buch bestellen, das kriege ich am Montag zugestellt, und wieso soll denn das nicht möglich sein, dass ein kleiner Betrieb, der ein Buchhandel hat, das auch macht, dass er am Sonntag aufsperren kann und entsprechend sagt, ich will flexibler öffnen. Es geht uns dabei um die Freiwilligkeit der Möglichkeit, dass man aufsperrt. Es geht einerseits darum, dass der Unternehmer natürlich freiwillig entscheidet, wann er sein Unternehmen aufsperrt, aber andererseits natürlich auch darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier freiwillig entscheiden können, ob sie auch entsprechend an dem Tag arbeiten. Und Sie wissen ja, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auch gerne am Wochenende arbeiten, weil die entsprechenden Zuschläge enorm sind und das etwas Positives auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Außerdem hätte es wahrscheinlich auch noch einen positiven Effekt im Zusammenhang mit der Pandemie. Es ist so, wenn wir die Ströme der einkaufenden Menschen entzerren, auch mit längeren Öffnungszeiten und auch am Sonntag, wird wiederum das Ansteckungsrisiko geringer sein. Für uns ist klar, das muss einmal ein Pilotversuch sein. Wir würden vorschlagen, dass wir das bis zum Ende des Jahres probieren, dass wir bis zum Ende des Jahres schauen, wie das auch ankommt, wie das angenommen wird von den Unternehmerinnen und Unternehmern und den Bürgerinnen und Bürgern und schauen, das entsprechend bis Jahresende einmal zu befristen. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht sein kann, wenn wir aus einer Krise hinauskommen, dass wir mit den gleichen Methoden und Maßnahmen wie immer schon versuchen zu hantieren und nur nach dem Motto, weil es immer schon so war, dementsprechend probieren wir nichts Neues. Flexiblere Öffnungszeiten können ein Hebel sein, um aus der Krise hinauszukommen und deswegen sollten wir das auch machen. Eine andere Sache, die wir auch schon am Wochenende angesprochen haben, ist die Frage der Sperrstunde. Sie wissen, es ist immer noch die nächsten zwei Wochen so, dass die Sperrstunde zwar jetzt um 24 Uhr, nicht nur um 22 Uhr sein soll, es ist aber aus unserer Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Wir haben Situationen erlebt in Wien beispielsweise am Karlsplatz, wo junge Menschen natürlich nach Monaten der aufgezwungenen Enthaltsamkeit endlich wieder feiern können, Freunde treffen und das Ganze dann aufgelöst wird. Zu solchen Eskalationen muss es nicht kommen, wenn man endlich es schafft, die Sperrstunde und aus unserer Sicht nämlich ab sofort entsprechend wieder abzuschaffen, so auch die Möglichkeit schafft, den jungen Menschen anhand ihrer Lebensrealitäten mehr Freiheit zurückzugeben und auch der Nachtgastronomie im Rahmen der 3G-Regeln die Möglichkeit gibt, auch entsprechend wieder aufzusperren. Damit ist einerseits den jungen Menschen geholfen, die wieder feiern wollen und andererseits den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie endlich wieder so rasch wie möglich aufsperren können. Die beiden Anträge werden wir morgen einbringen, auch zur Abstimmung bringen und sind gespannt, wie die Koalitionsparteien sich diesbezüglich auch verhalten werden. Danke. Vielen Dank für die Frage. Ja, bitte. Eine Frage, ich weiß nicht, zum Thema Tourismus. Ich habe die Gelegenheit, mit dem Chef der Tourismusbank, Investitionsbank zu sprechen und auch mit einem höheren Vertreter der Steuerkanzlei KPMG. Beide sagen, es haben Investitionen in der Corona-Zeit floriert wie nie zuvor, weil die Hilfen teilweise bei 80% Umsatzerhalt so gutes Geld geboten haben den diversen großen Unternehmern, dass die sich also zurücklehnen konnten und wirklich ein gutes Leben hatten, während kleinere Unternehmen gekämpft haben, dass 37,50 Euro ankommen. Wie sind denn da Ihre Wahrnehmungen? Nein, ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben ja auch darauf aufmerksam gemacht. Das ist ein Punkt, den ich nicht verstanden habe. Am Beginn der Wirtschaftskrise haben wir darauf gedrängt, dass rasch und unbürokratisch geholfen wird. Da haben wir auch darauf gedrängt, dass nicht dieser Entschädigungsanspruch, der ja im Epidemiegesetz verankert ist, ausgehebelt wird gesetzlich. Gut, ist nicht passiert. Am Anfang war das extrem bürokratisch, extrem rigid. Man hat Angst gehabt vor Mitnahmeeffekten. Und ich kann mir das nur so erklären, dass dann der Druck so groß geworden ist, weil das so schlecht gemacht war, dass im Herbst, Sie haben völlig recht, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden ist. Wenn Sie mit Unternehmern reden, die sind sehr ehrlich. Die sagen, wir haben am Batzen Geld gekriegt. Also da sind welche dabei, die haben mehr gekriegt als die Jahre davor. Und insbesondere Einzelunternehmer. Also da, wo es um den Unternehmerlohn geht,
Ich glaube, der ist ja auch im Rahmen des Fixkostenersatzes ist teilweise refundiert worden. Aber das ist natürlich für Personengesellschaften ein schwieriger Bereich. Die sind dann auf den Härtefallfonds angewiesen gewesen. Also da hat es natürlich massive Unterschiede gegeben. Und ich glaube schon, dass es vor allem den Mittelstand massiv getroffen hat. In den Bereichen, es ist zwar gut, dass investiert wurde, aber es zeigt, dass die Wirtschaftshilfen nicht klug gemacht waren. Ein Ergebnis ist ja, dass wir die höchsten Ausgaben haben europaweit, was die Corona-Hilfen angeht, aber gleichzeitig trotzdem eine der schlechtesten Wirtschaftszahlen. Also das passt nicht zusammen. Das ist kein Ruhmesblatt, dass man sagt, man hat so viel ausgegeben. Wenn man sieht, dass der Effekt nicht so wirksam war, wie man das hätte machen können. Aber das war, das kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen, das Rad. Jetzt muss man das auf solide Beine stellen, weil wir wissen nicht, was im Herbst ist. Wir wissen, dass immer noch einige Branchen natürlich stark betroffen sind, weil es Beschränkungen immer noch gibt, bei Einreise etc., also Reisebeschränkungen. Und deshalb auch dieser Vorschlag der Verlustkompensation, wo auf die Kompensation, wie das Wort schon sagt, der Verluste fokussiert wird und nicht auf eine anteilige Erstattung des Umsatzes, was ja sicherlich der falsche Ansatz war. Zwei kurze Fragen. Die eine, heute fällt ja auch die Maskenpflicht in den Schulen. Jetzt sagen einige Experten, gerade in Anbetracht der Delta-Variante, dass das noch riskant ist, hätte man nicht die 2 Wochen bis zu den Sommerferien noch warten können. Und die zweite Frage geht zu Urschuss und Chats, weil die Ministerin Edtstadler jetzt noch mal gesagt hat, sie hätte gerne strengere Rechtsvorschriften bei der Auswertung von Handy-Chats. Sind die aus Ihrer Sicht nötig? Die letzte Frage habe ich jetzt nicht verstanden, akustisch. Was hat die Frau Ministerin Edtstadler gesagt? Was die Handychats und die Urschüsse angeht. Sie hätte gern strengere Rechtsrahmen, was eben die Kommunikation auf Handys angeht, ob das nötig ist aus Ihrer Sicht. Beziehungsweise an das angelehnt, vielleicht auch noch, sollen Urschüsse parallel zu Ermittlungsverfahren laufen? Das ist ja die zweite Diskussion in dem. Also ich beantworte die zweite Frage, sozusagen den zweiten Fragekomplex zuerst. Selbstverständlich muss es möglich sein, dass Untersuchungsausschüsse parallel zu Strafverfahren laufen. Warum? Weil wir sonst überhaupt keine Urschüsse mehr leider führen brauchen in Österreich. Ich erinnere an Hypo, da sind Strafverfahren gelaufen. Ich erinnere an Eurofighter, da sind viel zu lange Strafverfahren gelaufen oder Ermittlungsverfahren gelaufen. Also das wäre das Ende des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Und damit ist dieser Vorschlag aus der Regierung kommend, ein Angriff auf die Volksvertretung, auf das Parlament und damit auch die demokratische Kontrolle in unserem Land. Und da gibt es ein ganz klares Nein. Außerdem, mich wundert, dass sozusagen die Gedächtnisleistung der ÖVP so kurz ist oder so gering ist. Wir haben erst vor ein paar Jahren, nämlich von 2013 oder 2014 startend, bis dann, glaube ich, 2015 war der Abschluss, verhandelt neue Regeln für den Untersuchungsausschuss. Er ist damals zum Beispiel ein Minderheitsrecht geworden. Das macht ihn nicht zum Instrument der Opposition. Er bleibt weiter ein Instrument des Parlaments. Wer den Untersuchungsausschuss beschneiden will, beschneidet das Parlament, nicht die Opposition. Und das Zweite ist, genau diese Frage haben wir sehr lange und breit erörtert und Mechanismen gefunden, wie die Institutionen sozusagen miteinander und ineinander arbeiten, damit man hier eben Konflikte vermeiden kann, unter anderem ja auch durch eine Kontrolle als quasi wirklich oberste Instanz des Verfassungsgerichtshofs. Die Frage, ob es Änderungen sozusagen auf Seiten der Justiz braucht, was die Auswertung von Handynachrichten bei der Ermittlungstätigkeit betrifft, auch ein ganz klares Nein. Das ist nichts anderes als eine Beschneidung der Justiz, anlassbezogen, weil halt jetzt die ÖVP im Fokus von Ermittlungen steht. Die ÖVP möge bitte endlich die Justiz in Ruhe lassen. Zu der ersten Frage, die Maskenpflicht. Also ich kann Ihnen nur sagen, meine Kinder haben sich wahnsinnig gefreut heute, schon gestern. Also das war schon sehr belastend für die Kinder in der Klasse, nämlich die ganze Zeit mit Maske zu sitzen. Und ich glaube, die Infektionszahlen geben es tatsächlich her. Ich verweise einmal mehr darauf, große Strecke in der Zeit, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, dass die Kinder und die Schulen kein Treiber in der Pandemie waren. Auch da wieder sozusagen wissenschaftlich fundiert. Sie sind natürlich ein Ort, wo Infektionen stattgefunden haben. Und zwar
viel stattgefunden haben, wenn draußen viel stattgefunden hat. Aber die Inzidenz ist jetzt gering und ich würde wirklich sagen, jetzt kann man lüften, jetzt kann man die Fenster offen halten. Das ist wesentlich gescheiter, als dass die Kinder dort sitzen. Ich finde das gut, dass die Maskenpflicht jetzt fällt. Weitere Fragen? Ja, bitte. Eine Frage, weil Sie die Einwanderungsbestimmungen angesprochen haben. Sinnvollerweise, haben Sie gesagt, sollen die geändert werden. Was sagen Sie denn zur aktuellen Diskussion? Was sagen Sie vor allem zum SPÖ-Vorschlag und zur Ablehnung der ÖVP? Nun, ich habe das ja am Samstag gesagt. Ich finde, wir zäumen da einmal mehr das Pferd von der falschen Seite auf. Österreich braucht endlich ein geordnetes und klares Einwanderungsgesetz, wo wir festlegen als Republik, als Gesetzgeber, welche Fachkräfte wir brauchen und welche Kriterien es braucht, um nach Österreich einwandern oder zuwandern zu können. Es gibt einen Wettbewerb, global gesehen, um die besten Köpfe. Und es ist einfach nur dumm, also Österreich da nicht mitzumachen. Man könnte sich da anlehnen an Kanada oder auch andere Länder, die Punktesysteme haben, wo ich weiß, das wiegt das Herz, mit meiner Qualifikation habe ich eine Möglichkeit. Und das ist meiner Meinung nach die viel wesentlichere Debatte als über die Staatsbürgerschaft zu diesem Vorschlag an sich. Ich glaube, dass die Staatsbürgerschaft tatsächlich ein Beitrag und gleichzeitig die Krönung einer gelungenen Integration ist. Ich glaube, dass es zu hohe bürokratische Hürden gibt und auch finanzielle Hürden. Das ist auch das, was uns viele immer wieder sagen. Die sagen, ich würde sehr gerne Österreicherin oder sehr gerne Österreicher werden. Ich fühle mich verbunden mit jetzt meinem Heimatland und ich möchte das auch zeigen. Aber für mich sind die Hürden, vor allem auch die finanziellen Hürden, zu hoch. Ich kann mir das nicht leisten. Das heißt, darüber kann man sehr ernsthaft diskutieren. Aber einfach sozusagen den ganzen Vorschlag jetzt zu sagen, wir kehren jetzt um das Jus Sanguinis ist zum Jus Soli, das halte ich schon für, ja, also das würde eine wesentlich grundlegende Debatte brauchen und das sehen wir nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht... Ja. Ein Punkt noch, Doppelstaatsbürgerschaft, entschuldige, das ist zum Beispiel etwas, wo wir schon auch sagen, da gehört was gemacht. Insbesondere im europäischen Kontext, da gehört wirklich etwas gemacht. Weil das ist ein Thema, das beschäftigt sehr viele. Da hatten wir jetzt gerade auch einen Fall, der ist nämlich gerade auch in dem Kontext von Menschen, die schon länger hier sind. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, mir fällt es der Fall nicht ein, aber das taucht immer wieder auf. Gerade in einem europäischen Kontext sagen wir, da braucht es definitiv Erleichterungen, dass auch Doppelstaatsbürgerschaften möglich sind, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es ja ein Beitrag ist zur Integration, dass man sagt, ich, ja, bekenne mich zu meinem neuen Heimatland, auch in Form der Staatsbürgerschaft. Die 6 Jahre weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es schon einen Zeitraum braucht. Ich finde 10 Jahre grundsätzlich nicht schlecht, aber selbst nach 10 Jahren machen viele diesen Ansatz nicht, weil einfach die Hürden sehr, sehr hoch sind. Und ich finde, darüber kann man schon reden, weil wir sollten ein Interesse daran haben als Österreich, dass sich die Menschen zu unserem Land, zu unserem Heimatland bekennen. Punkt.